Nein! Oh nein! Nein! Schon wieder! Der Name haut rein wie ein Tropenkick, Alter, da muss ich dringend los! Lilly, lauf! Boah, Alter! Ja, jawohl! Usain Bolt Konkurrenz, Alter. Das stimmt schon. Mensch, ihr drei seid schon wieder. Hey, und ihr da draußen ja auch. Ich dachte, du bist tot, Bruder. Bin wieder auferstanden, ist Ostern. War das richtig? Ich weiß es nicht. Aber hallo und willkommen zurück zur besten Versus in YouTube Deutschland, auf YouTube Deutschland, um YouTube Deutschland. Wir wagen einen neuen Versuch. Und zwar wurde das ziemlich einstimmig beschlossen von der Zuschauerschaft. Genau, wir haben euch ja gefragt, sollen wir nochmal einen Try machen, und ihr habt gesagt, ja, macht noch einen. Wir konnten jetzt auch so ein bisschen durchschnaufen, nochmal ein bisschen uns Gedanken drüber machen, und wir haben uns dazu entschlossen, ja, wir machen noch einen Try. Wir werden das jetzt alles, bis wir wieder bei Elima sind, ziemlich hart zusammencutten, also ihr müsst euch nicht nochmal auf krasse Dialoge und so freuen. Aber ihr dürft neue Encounter bestaunen. Aber wir haben auch 2-3 Regeländerungen. So viele? Hallo? Ja, leg mal los. Die erste Regeländerung ist eine Kleinigkeit, die aber große Auswirkungen haben kann. Und zwar dürfen wir ab jetzt so viel wir wollen Items im Kampf benutzen. Also sowohl Tränke als auch Kampf-Items, right? Genau, genau. Also es kann übrigens auch vorkommen, ich habe gesehen, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, dass die Gegner immer ein Item tragen. Ne? Also wir haben ja Pokémon schon gefangen, die haben ja ein Item gehabt. Ja. Aber jeder Gegner von uns hat immer ein Item. Oh, okay. Das kann super sinnloses Zeug sein, wie ein Pokéball. Es kann aber auch mal richtig OPes Zeug wie ein Walband oder sowas sein. Okay, deswegen müssen wir da auf jeden Fall aufpassen. Ja. Ja. Zweite Regel? Die nächste Regeländerung ist, dass jeder einen KO hat, also einen Joker quasi. Und zwar, wenn man in einem Kampf besiegt wird und kampfunfähig wird und zum Pokémon Center rennt, dann darf man noch weitermachen, hat nicht gleich verloren, aber man muss die Hälfte seines Pokémon-Teams wegschmeißen, und zwar bestimmt der Gegner, welche Pokémon man davon endgültig loswerden muss. Genau, das wirft dann also hart zurück, aber falls sowas passiert wie mit Elima, ist es halt noch nicht komplett over, aber nur einmalig. Ne? Einmal haben wir die Chance, wenn unser gesamtes Team K.O. geht, dann nochmal weiterzumachen. Wenn nur ein einzelnes K.O. geht, ist es ganz normal, wie immer, tot. Okay, ich glaube, das war's, oder? Mit den neuen Regeln. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, ob wir noch irgendwas... ich glaube, das war's. Okay. Was ich noch kurz anmerken wollte, ist... Wir müssen uns die Versus vorbereiten. Ja, du musst nicht. Ich muss nicht besser vorbereiten. Ich habe Laser King easy weggeboxt. Easy weggeboxt. Gar kein Zumal Ding. Eventuell es möglich gewesen wäre, dieses Corazon zu besiegen. Wenn man gewusst hätte, dass es eine Negative ist. Wir machen schnell weiter. Ja, okay. Wir sehen uns gucken, was unser Starter sein wird. Du nimmst Bautz, ich nehme Ball. Vielleicht hättest du dieses Mal was anderes nehmen. Nein, ich nehme Robball. Ich nehme Robball. Go. Okay. Go, go, go! Ich bin gespannt, was es ist diesmal. Was denkst du? Ja, also es sind scheinbar immer Erstentwickler. Ich sage, du bekommst ein Mauzi. Okay, ich sag, du bekommst ein Kanimani. Sogar was krasses, sage ich. Not bad. Kanimani wäre halt richtig insane. Ah, es wäre nicht schlecht. Mir ist einfach nur nichts anderes eingefallen. Same hier. Ich weiß nicht, wie wir auf Mauzi kommen. Chillast! Und Funpi. Ey, die sind halt beide cool. Aber ich habe einfach Törtwig. Du hast Törtwig, stimmt. Mega gut. Mega viel, gute Sache. Viel, viel bessere Starter. Und vor allem haben die auch noch eine Random-Attacke, ne? Ja, true. Da gucken wir natürlich gleich, aber Spitzname muss natürlich trotzdem sein. Törtwig wurde in dein Team aufgenommen. Cockface. Och nein, du hättest es jetzt wenigstens mal anders machen können. Ja, so muss das sein, Alter. First Rival-Kampf. Oh mein Gott, was wird unser Rivale haben, was er wahrscheinlich nie wieder haben wird, wenn das immer gerandomized ist. Mal gucken. Das ist eine gute Frage. Irbis. Er bleibt seinem Kampfstarter treu. Ich hab verloren. Das ist einfach ein Geist. Hast du nichts? Hast du nur normal? Ja. So eine Tech? Ja, es geht schon wieder. Aber beim letzten Mal, komm. Okay, wir haben beide verloren, glaube ich, ne? Oh, ich habe ja Aeroas. Ja, du hast ja Aeroas. Törtwig ist OP. Razzfurie Mist. Törtwig ist mega OP. Wenn er nicht gerade komplett mal wird. Oh, der Schaden ist gut. Von dir? Ne, von dir. Die gute alte Flugschildkröte. Törtwig ist am Zerstören.
Ja, easy. Das gibt massig Erfahrungspunkte jetzt für dich, ne? Rotom Wash war auch schon nicht schlecht. Aber Razov könnte sogar noch mehr geben. 141, die nehme ich. Oh, Alter. Die nehme ich. Not bad. Not bad. Jawohl! Was? Oh, was? Rayquaza als potenziellen Encounter, Leute. Viel zu gut. Aber das werde ich halt never ever fangen können. Never ever. Never ever. Nein, nicht mit Pokebällen wahrscheinlich nicht. Außer du hast richtig Luck. Dann mal schauen, was Habitag so sein wird, Leute. Habitag, Bruder, Mut sich dringend. Auch Rayquaza vielleicht? Ja, mega Gardevoir. Ich hab verloren. Komplosi. Was ist denn hier? Wieso denn nur Geister? Warum denn nur Geister? Was ist denn los? Läuft halt echt bei dir. Weißt du, ich dachte, ich habe schon mit Mega Gardevoir so ein bisschen die Arschkarte. Koplosius auch nicht schlecht. Ja, Doppelteam Mega Gardevoir, ne? Kommt dem Geist schon sehr nah. Doppelteam ist sick. Sagen. Na, und geht auch direkt daneben. Alter, die trollen tört mich alle nur. Also, dich trollen die gar nicht erst so, weil du bist einfach direkt Game Over, bevor es losgeht. Ja, mich hart kannern sie halt. Ja, boah, Gardevoir macht aber echt gut Schaden mit Konfusion. Aber ich mit meinem großartigen Tackle auch. Die Hacks werden mal wieder entscheiden. Der großartige Tackle! Kannst du eigentlich fliehen? Oh, ne, das glaube ich nicht. Selbst wenn, ist ja egal. Und Mega Gardevoir wurde besiegt. Oh, und Koplosio hat mich besiegt. Tja, traurig, aber damit ist Turtwig Level 10. Auf welchem Level bist du? 6. Na, immerhin. Nicht 5. Erster Encounter, Freunde! Los geht's! Rayquaza, let's go, oder was? Müsste ja eine andere Route sein. Lombrero. Oh, Linfu ist cool. Linfu ist cooler. Ich krieg ein zweites Pflanzenmund. Oh, please, Belebekraft. Das wäre so stark. Belebekraft wäre insane, oder? Wobei alle Fähigkeiten, glaube ich, ganz cool sind von dem. So, Absorber, killt den Absorber? Oh, was hat er? Was hat er? Was hat er? Normaljuwel einfach. Digi. Hä, du kannst das dann nehmen? Ja, anscheinend. Aber wenn ich jetzt Tackle einsetze, dann triggert er mein Normaljuwel. Hä, nimmst du das dann wieder? Wie viel verstärkt das denn? Wie viel verstärkt das denn? Hä, Mitnahme ist eine Fähigkeit, die im Kampf funktioniert? Ja, keine Ahnung. Das ist mir auch neu. What the fuck? Wie viel verstärken die Juwelen? 20%? 50%. 50? Ja, wie ein Wahlband, ja. Uff. Dann werfe ich mal lieber. Dann muss ich aber ganz schnell los. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ah ja, wieder direkt gefangen. Nice! Irgendjemand hat auch in die Kommentare geschrieben, dass man das erste Pokémon, was man encountert, safe fängt. Was? Ja? Hat jemand in die Kommentare geschrieben? Meins ist auch instant drin geblieben. Scheint zu sein, so, ja. Scheint so zu sein. Alter, stell dir vor, es wäre Rayquaza gewesen. Das wäre hart gewesen. Bruder. Okay, unsere Namen stehen. Mein kleines Lombrero heißt Lörris. Lörris ist aber auch ein Synonym für, ne? Naja. Na, also schon. Komm von Kappa. Pack mal deinen Lörris aus, Kollege. Naja. Ja, vielleicht hast du mich jetzt angesteckt. Ich weiß ja nicht. Alter. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was Schwengel an. Schwengelarm. Ich hab einen Hyperball. Es hat Belebekraft. Alter, was? Nice. Bruder, muss ich dringend los. Das ist cool. Was hab ich? Regengenuss. Nice. RIP. Und was hast du? Erstauner. Regengenuss. Erstauner, ja. Ich habe jetzt nur noch, auch immer noch Normalattacken nur. Was passiert hier? Was passiert hier? Als Trainer? Ja. Ultra-Nekrosma, was? What the heck? Ich möchte das nicht. Kampf auf Ehrenbasis. Lass uns Spaß haben, Rorball. Flammiau. Spaß? Sowas gibt's hier nicht. Gibt's nur bitteren Ernst. Lombrero. Nein, ich hab Lombrero. Oh Gott, ich hab Lombrero vorne. Nicht Lörris. Lörris kann nichts. Ich kann jetzt übrigens ein Iglo-Walzer, was ganz nice ist. Was? Krass. Ja. Das ist eigentlich richtig gut. Also, wenn du es rausbekommst, natürlich. Mhm. Aber Walzer ist auf jeden Fall so eine Attacke, womit du auch so einen Corazon breaken kannst. Ja, na klar, Bruder. Mega Schlappohr. Ja, Bruder, da muss ich aber dringend los. Auf Level 6. Hab das Gefühl, das könnte ein bisschen im Vorteil sein. Walzer, go! Oh, es geht daneben direkt, wow. Ausdauer, oh, perfekt.
Habe ich predicted, gar kein Problem für mich. Ausdauer? Ja. Okay. Also nicht, dass ich nicht hätte angreifen können einfach, aber ja. So, wir gehen mal für... Ja, Absorber wird halt nichts machen, oder? Naja, wir gucken mal, wie viel das macht. Platscher. Sag mir nicht, es kann nur Ausdauer Platscher. Richtig gutes Moin. Ausdauer, das macht nichts. Macht echt keinen Schaden, Bruder. Ja, ich gehe nochmal für den Heuler und dann switche ich auf Dings rüber. Gesicht. Das wird nicht besser. Oh, ich habe Ich ein paar Erfahrungspunkte. Ich hab Dings noch an. Ja, und nutze es auch einfach, dreist. Ja, klar. Sonst wäre ich jetzt bei Duflo im Walzer gefangen gewesen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, als ob Duflo irgendwas gegen mich machen kann. Ja, wer weiß, Gigasauger, Megasauger, Absorber reicht halt schon. Ja, natürlich kommt jetzt Pfund, wo ich wechsle. Macht aber auch nichts, wow. Ja, weil ich auf minus 2 oder so auf minus 2 ist. Achso. Zum Glück habe ich ja Eoras. Es ist so OP. Was soll das? Du und dein dreckiges Aeroas. Megaschlappor! Oh, es tankt es einfach. Verdammt. Aber es platscht die ganze Zeit umher. Ich bin mir nicht sicher, warum es das tut. Da ist sich niemand so sicher. Okay, 146 Erfahrungspunkte. Die nehmen wir auf Törtwig. Säure. Oh nee. Mach jetzt 218 nicht. Auf Lörris. Die nehmen wir. Warum kriegt das viel mehr? Das weiß ich nicht. Was im niedrigeren Level war, ne? Stimmt. Ich habe so lange kein Pokémon mehr richtig gespielt. Tobutz. Ja. Tobutz. Einer. Oh. Ach, Tobutz. Ach, einer. Hä? Okay. Ich habe gerade gar nicht registriert, was du von mir willst. So, Aeroas. Das ist mein stärkster Move, Alter. Begrenzer. No. Kannst du Aeroas? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, sieht nicht so aus. Wie viel Schaden du auch donnerst, das ist unfassbar. Was macht der? Konfusion? Weiß nicht, hab ich nicht gesehen. Sah nicht nach Alter, Konfusion. Endlich Scanner! Na endlich! Scanner, Digi! Der kann gut sein, um zu scouten. Erholung. Oh. Stell dir vor, ich komme jetzt hier nicht mehr dran vorbei. Aber Schlafrede, Konfusion. Ich glaube, 3 Aeroas reichen aus. Von daher ist Tali dann auch besiegt. Es sei denn, es kann Schlafrede. Kann's scheinbar nicht. Ich könnte mich gleich entwickeln, ne? Tobutz gibt bestimmt auch wieder lecker Erfahrung. Oh, stimmt. Wann entwickelt sich Funpi eigentlich? Kein Plan. Könnte in den 20er sein, könnte in den 30ern sein. Könnte in den 60ern sein. Nächster okay, Encounter, Leute. Dann ist Zeit für Encounter Number 2. Was wird es wohl werden? Was wird es wohl werden? Okay, jetzt. Oh. Staravia. Solide. Staraptor ist cool. Das ist Iguana. Cool. Iguana ist auch sweet. Ey, so coole Monsters hier jetzt einfach. Ja, viel, viel besser als beim ersten Mal. Finde ich. Ja, definitiv. Ich meine, wieder ein Pokémon, was nur normal attacken kann wahrscheinlich, aber ja. Ja, das kann locker schon Schnabel. Mal gucken. Und ich habe auch ein Normal-Pokémon jetzt mal. Aber ich hatte noch keins. Aber du ja auch nicht unbedingt, ne? Weiß ich gar nicht. Direkt Normal-Pokémon? Nicht. Hm. Ich hab Kampf und Boden. Ja. Ja, ist kein Tackle und Ruckzuck lieber, so. RIP. Einfach das RIP. Schnabel. Aber Tackle ist besser, deswegen setzt es das ein. Na klar. Iguana! Wir haben dich, Bruder. Wir haben dich. Staravia. Wir haben dich. Staravia? Staravia. Staravia. Ey, wie? Ich mag, wie du es aussprichst. Sagt ihr Staravia oder sagt ihr Staravia? Oder sagt ihr Staravia? Staravia. Schön hätte ich. Oder Staravia. Wer Staravia von euch sagt, der ist am Ende. Staravia hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Tut mir leid. Cocky Burp? Naja. Da finde ich Anna-Nicole Auge schon besser. Anna-Nicole Auge. Das ist so dumm. Und Encounter Number 3. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Was Cooles, bitte, was Cooles, bitte, was Cooles. Come on. Ich weiß nicht, ob ich Donphan und Mammutel in einem Team haben will. Aber ich sag auch nicht nein.
Ja, bis Mammutell dauert halt lange, ne? Ich glaube, der muss irgendeine bestimmte Attacke sogar lernen. Also, ja, Antikraft. Ja. Da musst du natürlich mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber wenn ich einen Evolit finde mit Keifel, ist auch in Ordnung für mich. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ja, Ninjas ist halt auch grundsätzlich cool. Mag ich sehr gerne, das Mon. Ja, Crit könnte schon schwierig werden. Aber ich glaube, dass das auch nicht unbedingt mega lange überleben wird. Aber für den Anfang ist es, glaube ich, ziemlich nice. Ja, doch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell gefährlich. Es kann Absorber. Oh, das ist nicht schlecht. Alles kann Absorber bei mir, ne? Und was nicht Absorber kann, hat Trockenheit. Ich gehe jetzt für ein Rasierblatt. Ich hoffe mal, dass der Crit jetzt nicht ausgerechnet kommt. Härtner. Ja, okay, ist egal. Wenn der Crit kommt, kommt der Crit. Ist sogar schlecht. Er kommt. Nice! Der Crit entscheidet, dass Ninjask sich nicht unserem Team anschließt. Es ist okay, aber wäre natürlich schon cool gewesen, wenn wir ein viertes Mon am Start gehabt hätten. Wie nennst du deins? Schwein. Na okay. Der ist akzeptiert. Encounter Nummer 4. Und für uns ist es ein... Arktip. Panda. Okay. Interesting. Okay. Arktip. Du überlebst einen Tackle, oder? Oder du überlebst einen Tackle. Alter, wenn du jetzt auch stirbst, dann heul ich. Ah, ne. Ja, der müsste physisch doch eigentlich relativ tanky sein. Ja, eben. Deswegen meine ich ja. Sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Okay, und fangen sollte eigentlich auch easy drin sein, denke ich mal. Vielleicht bleibst du nicht direkt beim ersten Mal drin, aber ich bin mir sicher, du wirst drin bleiben. Ich glaube, bei mir wird es nicht ganz so leicht. Oh, Drecks Rauchwolke auch noch. Aber Eis ist eigentlich ziemlich nice. Du hast ja schon ein Quiekel. Ja. Dass ich hier ein bisschen nachrüste, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und eine gute physische Defensive auf jeden Fall auf lange Sicht. Ja. Nice, da haben wir's. Ich probiere noch einmal Tackle aus. Finte. Das wird nicht einfach, glaube ich. Komm schon. Bruder Tantrak. Muss dringend los. 3. Nice. Hast du es? Yes. Titanic Killer ist in unserem Team. Leute, Schwalge ist am Start! Los geht's! Der Erzfeind erwartet. Und wir sind gespannt. Richtig, Leute, ab jetzt geht's los. Ab jetzt wird nichts mehr zusammengekartet. Es sei denn, es kommen natürlich irgendwelche crazy Dialoge oder so. Sowas können wir immer noch zwischendurch wegschneiden. Aber ab jetzt beginnt der neue Run. Richtig, let's go. Unsere Pokémon seht ihr. Wir können euch die gleich mal vorstellen, was die so für Attacken und so haben. Machen wir im Kampf. Let's go, Ilima wartet. Bin gespannt. Okay. Ich bin gespannt, was er hat vor allem, ne? Also, oh, ja. Legenden haben wir zuhauf getroffen. Mhm. Wenn der jetzt noch Legenden hat, dann Zeraora. Schnäppke. Zeraora ist schon mal ein gutes Mon. Aber es ist okay, glaube ich. Es ist okay. Shiny Schnäppke einfach. Ja, Shiny schon wieder? Viel zu gut. Was ist los bei dir? So, wollen wir uns mal die Pokémon ganz kurz angucken, was sie ja, so können? Ja, das können wir schon machen. Also, ich stelle einfach ganz kurz mal meine vor, ja? Ich habe Turtwig hier mit dabei, Kantakel, Fluch, Aeroas und Rasierblatt. Könnten und also auch Setupen damit. Dann habe ich natürlich
Anna Nicole Auge mit dabei, mit Grund, Lehmschelle, Donnerschock und Ladevorgang. Auch hier können wir uns defensiv zumindest pushen und unsere Elektroattacken ein bisschen boosten, aber ist jetzt noch nicht so das beste Mon. Wir haben den Lurrus dabei, Erstauner, Mogelhieb, Absorber, Blubber, zwei Stab-Moves und zwei Moves zum Flinchen. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen was, so langsam sind wir glaube ich gar nicht. Wir sind sogar fast das schnellste Mon, das ist crazy. Und wir haben zu guter Letzt ja auch noch den Titanic-Killer und der kann Tackle bis Härtner und Eissturm. Eissturm ist ganz cool, um die Init zu droppen. Sieht ganz gut aus. Ich habe hier meine gute alte Schweige mit Blubber, Finte, Rauchwolke und Rutenschlag. Gift-Donuts-Fähigkeit ist nicht so schlecht, aber geht auch besser. Dann haben wir, den Schwengelarm mit Mogelhieb, Fund, Scanner und Meditation. Belebekraft als Fähigkeit ist halt übel sick, aber die Moves können natürlich noch ein bisschen besser werden, ist klar. Aber das kommt noch. Bin mir sicher. Dann haben wir Cockfest, Tackle, Walzer, Einigler und Heuler. Einigler, Walzer, eigentlich eine coole Kombination. Und Mitnahme scheint OP zu sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann haben wir das Schwein mit Tackle, Pulverschnee, Lehmsohle und Lehmschelle inzwischen und Dösigkeit als Fähigkeit. Dösigkeit macht, dass es nicht verwirrt werden kann? Nee, das war Tempomacher. Oder dass es nicht einschlafen kann. Wahrscheinlich, dass du es nicht einschläfern kannst. Tempomacher haben wir übrigens als Fähigkeit, was ganz gut ist, weil andauernd Konfusstrahl und sowas kommt. Und dann haben wir hier noch Cocky Burp. Mit dem Betroer, was cool ist, Flügelschlag, Doppelteam, Hochzugheb und Heuler. Eigentlich ganz nice ist Mon soweit. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind gut. Die Mons aktuell. Wollen wir loslegen? Wir legen los. Ich bleib jetzt einfach mal ganz gewackt gegen den Eismon drin. Ja, und ich gegen Zeraora und drück mal auf Rasierblatt. Let's go, das sollte schon ein bisschen Schaden haben. Weil ich hab drei, wie mir gerade auffällt, drei Eisschwächen im Team, was nicht so cool ist. Ja, ich weiß nicht. Und der Freeze kommt. Nice, Bruder! Was? Oh, Bro, no. Die Hacks. Das ist nicht zufällig schon Siedewasser, oder? Oh, wow. Siedewasser wäre natürlich nice gewesen jetzt, aber nee, habe ich nicht. Silberblick. Okay. Funkensprung. Oh, das kann Paran zu einer relativ hohen Chance, ne? Sieht cool aus. Sieht cool aus, wenn Zeraora das einsetzt. Uff. Musst du dir überlegen, ob du es vielleicht jetzt nicht rauswechseln willst, bevor es sich zu sehr aufsetzt, ne? So. Komm. Trank. Ah, wie viel bringt das Zeraora auf Level 10? Ah, schon nicht so wenig. Okay, wir werden noch zwei Rasierblätter brauchen. Aber Zeraora sollte zumindest handelbar sein. Aber danach kommt ja natürlich noch ein Pokémon. Das wird schon etwas schwieriger. Ich hätte jetzt die Zeit auch nutzen können, um mich mit Fluch zu setupen. Aber dann kommt einfach nachher was Spezielles oder so. Ist natürlich nicht optimal. Doppelteam ist natürlich der Überkrebs jetzt. Aber, ja, okay. Zumindest macht der Mogelhieb. Ist auch Konzentrator als Fähigkeit. Wie einfach alles Konzentrator. Zeraora und Dragoran. Alter, was ist da los? Oder nicht, wenn das ein Flugmove kann. Ey. Meine Pfund macht halt keinen schlechten Schaden erstmal, das ist nice. Aber Treffen ist so eine Sache. Ich hab den Titanic-Killer. Der ist gut dagegen. Aber ich hab mich erstmal drin, der killt mich nicht, oder? Hoffe ich. Weiß ich nicht. Bitte nicht, hört mich! Silberblick. Okay, jetzt wird schon risky drin zu bleiben. Okay, er hat noch einen Trank drauf. Ich krieg's kotzen. Multishock auf jeden Fall gebrochen, falls er eine hatte. Will ich. Lurrus kann den Mogelhieb, ja. Bringt mir das viel, der kann auch Konzentrator haben, ne? Ich muss hier mal ganz kurz raus aus der Nummer, weil der hier nämlich Eissplitter einsetzt. Ich auf minus 2 bin inzwischen. Ich geh mal, das trifft neutral, ne? Ich geh mal raus auf ihn. Ich kann ja dann wieder zurückgehen auf Schwengelarm. Okay, Silberblick. Silberblick ist okay, denke ich, für Titanic Killer. Titanic Killer hat eine gute Verteidigung, ist noch full life. Von daher Eissturm, let's go und dann ist es auch minus Init. Silberblick. Ja, also let's go. Sehr gut. Dragoran, du greifst nicht an, das finde ich wunderbar. Ich gehe mal hier auf Lehmschelle jetzt. Achso, ab jetzt ist ja auch wieder Speed, ne? Habe ich ganz vergessen. Dass es ja jetzt auch wieder ein bisschen um Geschwindigkeit geht. Was? Ja, ja. Wie krass gut der das tankt, Bruder. Was denn? Ja, der hat einfach einen doppelt so effektiven Dings. Der hat nicht mal 50% gemacht. Okay. Boah, ist der jetzt. Bin ich jetzt schneller? Ich bin never schneller. Ich bin der jetzt von 14 oder so? Das ist ein Dragoran, Alter. Und ich bin auf minus 2. Riskiere ich's? Was kann der? Weiß ich nicht. Ich riskier's. Donnerwelle. Okay. Wenn wir durchkommen, dann sollte es das gewesen sein. Wenn nicht, dann. Ah, kritisch. Kritisch, komm schon. Jawohl, okay, sehr gut. Ey, come on, please. Hast du nichts mit 100%iger Genauigkeit? Okay, hat sich ja erledigt. 511 Erfahrungspunkte, Alter. Die nehmen wir doch gerne. Ich krieg 82.
Ja, es war ein freaking Schnäppke. Und Pachirisu kommt noch, ja. Okay, Elima, Leute, haben wir bestanden. Ich denke mal, du wirst jetzt auch nicht gegen Pachirisu verlieren. Und die erste Entwicklung! Oh! Run. Perfekt! Mann, ich würde Turtwig eigentlich am liebsten behalten, ne? Glaube ich dir. Turtwig ist viel zu sweet für diese Welt. Und vor allem ist es halt einfach die coolste aus der Entwicklungsreihe. Ja, und vor allem ist die Hälfte von meiner Zeit zusammen mit Turtwig einfach weggeschnitten worden. Guck dir dieses Mistfieder an. Aber es ist immer noch Turtwig. Im Inneren ist es immer noch Turtwig, Leute. Das müssen wir uns immer vor Augen behalten. Zu tanken, das so krank. Chaltera ist ja wieder cool. Was? Das hat ja gar nichts gemacht. Ja, na eben. Freaking Pachirisu. Ich meine, gut, ich bin aber auf Minus 2. Was war das? Walzer oder was? Nee, Tackle. Ja, mach doch einen Igla Walzer und dann let's go. Dann wird es immer stärker und dann nimmst du es raus. Naja. Mach das mal einen Mogelhieb. Oh, ich darf nicht zu sehr zugucken. Ich muss an den Speed denken. Jetzt haben wir die ganze Zeit so freundschaftlich nebeneinander hergespielt, uns gegenseitig Tipps gegeben, was wir machen können. Echt so? Jetzt ist wieder böses Blut hier dabei. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Böses Blut ist hier dabei, sagt er. Böses Blut. Ja, natürlich. Jetzt ist schon competitive die Zeit hier. Jetzt ist natürlich schon hart competitive, da hast du recht. Du bist natürlich jetzt gut im Vorsprung aktuell. Ja, so krass jetzt auch noch nicht. Doch, weil ich zieht sich ja noch ein bisschen hier. Es kommt halt darauf an, wie ich meine Zeit jetzt effektiv nutze, ne? Ob ich da viel Profit rausschlage oder nicht. Profit. Ja, wenn du Sticker sammelst, verplanst du natürlich ein bisschen Zeit, aber... Es könnte sich am Ende lohnen, ja. Wenn es dann um die Geschenke von Mr. Ike geht. Heinrich, Alter, da liegt ein TM. Crazy. Mhm. Schon lange keine TMs mehr gesehen. In Usum oder generell in irgendeinem Spiel. Naja, bei Let's Go waren sie halt nicht gelb, ne? Also da waren sie halt einfach normale Pokebälle. Stimmt, kann sein, ja. Wenn es überhaupt TMs gab. Ich denke schon. Widerhall. Alter, Widerhall ist OP, habe ich gehört. Widerhall. Richtig. Widerhall ist, glaube ich, sogar echt nicht schlecht, wenn Iguana das lernen kann. Wäre das mal ein spezieller... Ah, es kann nur Kapalöris lernen. Kapalöris. Jetzt ist es schon Kapalöris, Alter. Ja, ist es doch nicht, oder nicht? Also bald. Bald. Wenn ich den Wasserstein habe. Mogelbaum. Okay, ist cool. Und du hast Elima auch besiegt. Ja. Habe ich noch nicht so viel Profit rausschlagen können, aber hey. Gott sei Dank habe ich ihn besiegt. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. So, jetzt verzapf dich, du Fatzke. Und dann lass mich mal hier spielen. Oh, so, keine Robustheit. Nice. Das ist kostbare Zeit, die wir hier gewinnen. Ich will jetzt hier gar nicht großartig rumpimmeln. Oh, da ist noch was. Den Sticker würde ich noch gerne holen, aber die TM brauche ich nicht. Ich finde aber auch geil, ne? Leute, da seht ihr mal wieder, dass es nicht darauf ankommt, ob ihr starke oder schwache Pokémon habt, sondern wie ihr sie spielt. Dass ich so diese krassen Legenden und alles hatte, ne? Ja. Und du halt so richtige Kack-Pokémon eigentlich, aber du hattest viel mehr Probleme als ich. Das stimmt. Muss ich nicht hier reingehen? So, lass uns kurz ins Pokémon-Center und dann machen wir auch schon einen Cut hier, würde ich sagen, oder? Mhm. Langsam Folgenende. Wenn man jetzt noch wüsste, wo man immer lang muss, Alter. Das kann doch mal richtig viel Zeit rauben für den, der vorne ist, ne? Das ist natürlich crazy, da hast du recht. Der andere kann immer so ein bisschen schielen, was man machen muss. So, dann bleib mal, stehen, wo du stehst. Und dann machen wir jetzt hier den Cut. Ey! Ey! Ich sehe das ganz genau! Okay, ich gehe wieder zurück. Gut. Oh, Mensch. Mann. Ja, dann war's das von dieser Folge. Ich hoffe... Euch hat es gefallen, der kleine Zusammenschnitt. Und wir sind jetzt im Prinzip da, wo wir verloren haben, etwas weiter. Und genau, ab hier geht es jetzt wieder geschafft, richtig sind. Los. Ich finde, wir haben viel, viel coolere Pokémon als im ersten One. Und viel, viel krassere Encounter auch generell gehabt. Also nicht nur Encounter, die wir fangen konnten, sondern auch generell Mons, auf die wir getroffen sind. Also so viele Legis schon, Shiny-Pokémon und Mega-Pokémon. Also das, ich glaube, es wird richtig, richtig Feier. Wir müssen nur sehr, sehr vorsichtig ab jetzt sein. Es darf uns nicht wieder... Also es darf dir nicht wieder sowas passieren, dass du dich von einem Corazon besiegen lässt. Dass ich nichts machen kann, ja. Was, du hättest was machen können. Wir schalten hier ab. Schnitt. Cut.